Proteine sind die Bausteine des Lebens. In der Zelle haben sie sehr wichtige Funktionen, und zwar als Transportmoleküle wie das Hämoglobin im Blut. Oder als Enzyme, etwa das Pepsin, das im Magen Stoffe umsetzt. Beim Menschen kommt am häufigsten das Strukturprotein Kollagen vor, das im Bindegewebe zu finden ist. Manche Proteine haben aber auch Hormonfunktion, wie etwa Insulin. Lange Zeit dachte man, dass aus einem Gen immer nur ein Protein gebildet wird. Doch heute weiß man, ein Gen kann Vorlage für mehrere verschiedene Proteine sein. Diese Vielfalt kann beim Übersetzen der DNA entstehen oder durch Veränderungen an den Proteinen selbst. Das Proteininventar einer Zelle, das Proteom, ist deshalb sehr viel größer als ihr Genom. Die Proteinbildung beginnt mit der sogenannten Transkription. Dabei wird der Proteinbauplan des Gens von der RNA-Polymerase abgelesen und aus einzelnen Bausteinen die Boten-RNA gebildet, die sogenannte mRNA. Sie ist eine mobile Übersetzung eines bestimmten Abschnitts der DNA. Dieser Vorgang findet im Zellkern statt. Anschließend wandert die mRNA aus dem Kern in das Zellplasma. Hier erfolgt die Translation. Dabei wird die mRNA in die Aminosäuresequenz eines Proteins übersetzt, und zwar an den Ribosomen. Das geschieht vereinfacht so. Transportmoleküle, sogenannte tRNAs, liefern die Bauteile, die Aminosäuren. Jede tRNA transportiert eine ganz spezielle Aminosäure. Sie passt nur zu bestimmten Positionen auf der mRNA. Die Ribosomen sorgen dafür, dass die Aminosäuren zu langen Ketten miteinander verbunden werden. Diese verknäulen sich schließlich zum Protein. Die eigentliche Reihenfolge der Aminosäuren ist zwar durch den Code der DNA festgelegt. Trotzdem können mRNA und Proteine noch stark verändert werden. Änderungsmöglichkeiten gibt es sowohl nach der Transkription als auch nach der Translation. Schon nach der Transkription kann die mRNA modifiziert werden, beim sogenannten Spleißen der mRNA. Viele Gene enthalten Regionen, die nicht in ein Protein übersetzt werden, sogenannte Introns. Exons wiederum sind Bereiche, die übersetzt werden. An den Introns kann die mRNA zerschnitten und neu zusammengefügt werden. Dabei werden Abschnitte unterschiedlicher Länge entfernt. Diesen Prozess nennt man Spleißen. Das dazu notwendige Schneidwerkzeug nennt man Spleißosom. Es besteht aus 5 RNA-Molekülen und 150 verschiedenen Proteinen, die sich an der Vorläufer- oder Prä-mRNA zusammenlagern. Das Spleißosom erkennt Anfang und Ende eines Introns und schneidet es heraus. Die angrenzenden Exons werden dann zur fertigen oder reifen mRNA miteinander verknüpft. Manche Gene besitzen mehr als 50 solcher Regionen, die aus der Prä-mRNA herausgeschnitten werden können. Durch diese Veränderungen lassen sich aus einem Gen viele mRNAs herstellen. Je nachdem, welche Abschnitte herausgeschnitten wurden, entstehen unterschiedliche Proteine. Beim Spleißen können so bis zu 30.000 unterschiedliche Boten-RNAs und damit Proteine entstehen. Eine andere Möglichkeit, die mRNA zu verändern, ist das RNA-Editing. Dabei tauscht ein Enzym einzelne Bausteine des RNA-Codes aus. Beispielsweise kann Adenosin durch Inosin ersetzt werden. Bei der Übersetzung der mRNA wird dann eine andere Aminosäure eingebaut und so eine Variante des ursprünglichen Proteins gebildet. Die entstandene Proteinvielfalt erhält ein weiteres Feintuning, in dem kleine Moleküle an das Protein angehängt werden können, wie Ubiquitin, Glucose, Acetyl- und Methylgruppen oder größere Phosphatgruppen. Durch all diese Modifikationen bekommen Proteine neue Eigenschaften und Funktionen. Phosphatanhänge zum Beispiel verändern die räumliche Struktur eines Proteins. So kontrollieren sie die Aktivität von Enzymen. Die verschiedenen Molekülanhänge bestimmen also den Charakter eines Proteins und damit auch seine Rolle in der Zelle. Neben dem Gencode muss man also auch alle Veränderungen nach der Transkription und Translation berücksichtigen, wenn man das Proteom einer Zelle entschlüsseln will.
Die Anzahl an Proteinen ist um ein Vielfaches höher als die Zahl der Gene. So hat der Mensch zwar um die 25.000 Gene, aber die Zahl der Proteinvarianten in seinen Zellen schätzen Wissenschaftler auf 80 bis 400.000.